Wittenberg, heute eine der säkularsten Gegenden der Welt. Die Wiege des Protestantismus. Von hier aus hat der evangelische Glaube in die ganze Welt gefunden. Jetzt bereitet sich die Stadt darauf vor, dass die Welt zurückkommt an diesen Ort. Als ich dann in das Amt kam, wurden die Lutherstätten Welterbe. Und ich habe mich damals gefragt, ja, wieso Welterbe? Und die Begründung der UNESCO-Kommission war, hier verbindet sich Geist und Ort in idealer Weise miteinander. Ausgerechnet im Ursprungsland des Protestantismus hat die Kirche heutzutage die wenigsten Mitglieder. Luther, der Reformator, dient heute vor allem auch als Tourismusmagnet. Wir merken, dass Luther und auch das Reformationsjubiläum ja schon vorwirkt, denn die Besucherzahlen sind trotzdem noch an vielen Stellen auch Baustellen. Da sind also noch nicht alles fertig ist, sehr stark nach oben gegangen. Und eigentlich beginnt ja erst mit 2017 das, was Reformationsgeschichte auch darstellt, und zwar auch großräumig in Mitteldeutschland und darüber hinaus. Das Lutherhaus ist eine der Besucherattraktionen in Wittenberg. Reisegruppen aus aller Welt machen hier Halt, wo der große Reformator und Theologieprofessor mit seiner Familie gelebt hat. Sein Haus stand immer offen für Freunde, Gäste und Studenten. Gemeinschaft war ihm wichtig. Hier in der sogenannten Lutherstube hat er sich mit seinen Gästen nach dem Mittagessen zusammengefunden und debattiert. Hier fand vor 500 Jahren das soziale Leben des Martinus Luther statt. Luther hat gesagt, nein, wir müssen auch Fürsorge gemeinschaftlich organisieren. Deswegen hat ja Wittenberg unter dem Einfluss Luthers einen gemeinen Kasten eingerichtet, also die Sozialfürsorge auch als eine Aufgabe der Gesellschaft, der Gemeinschaft. Auch das ist ein protestantischer Impuls, und Luther ist deswegen ganz wichtig. Er steht am Anfang der Fürsorge, der Sozialfürsorge als staatliche Aufgabe. Zu Luthers Zeit war Wittenberg Fürstenresidenz und wichtige Universitätsstadt. Die herrschende und intellektuelle Prominenz Europas kam hier zusammen. Nur in einem solchen Umfeld konnte es zur Reformation kommen, deren aufklärerischer Aspekt bis heute auch kirchenferne Menschen anspricht. Martin Luther ist für einen Linken natürlich nicht nur Kirchenmann, sondern er stand an der Wiege der Reformation. Ein Stück weiter ist die Schlosskirche. Damit hat sich die Welt verändert. Und er hat Verdienste zum Beispiel für die Entwicklung der deutschen Sprache. Er hat dem Volk, wie man so sagt, aufs Maul gesehen. Viele Dinge, die sich festgeschrieben haben in den Büchern, gelten auch heute noch. Luther war ein gläubiger, aber auch streitbarer Theologe, der sich mit den Kirchenhierarchen in Rom angelegt hat. Er konnte nicht anders, sagte er, und somit hat sich die protestantische Kirche von der katholischen abgespalten. Heute, 500 Jahre später, bringt der ökumenische Gedanke die beiden christlichen Gemeinschaften wieder näher. Ich persönlich komme aus einer ökumenischen Familie, das heißt, mein Vater war evangelisch und ist noch evangelisch. Meine Mutter ist katholisch, sie ist Flüchtling aus Oberschlesien gewesen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und deswegen habe ich beide Seiten kennengelernt, bin allerdings immer katholisch gewesen.
Ich denke mal, wer sich mit Luther sehr intensiv beschäftigt, und dadurch, dass ich ja hier seit über 60 Jahren lebe, habe ich das sehr getan, da merkt man, dass eigentlich Luther das verbindende Element sein kann. Für den Mönch, der zum Protestanten wurde, blieb das Wichtigste der Glaube an Gott und die Bedeutung vom Leben Jesu. Jesu Geburt und sein Tod sind für alle Christen die höchsten religiösen Feiertage. Nur feiern Katholiken und Protestanten Weihnachten und Ostern, meist getrennt. Zu Ostern in Wittenberg haben sich beide Konfessionen am Osterfeuer versammelt. Kommen, um gemeinsam Gott, unseren Schöpfer und Bewahrer, zu loben und zu preisen. Amen. Nach dem gemeinsamen Gebet werden die Kerzen angezündet und die beiden Gemeinden trennen sich wieder. Die brennende Kerze als Symbol für Christus, als das Licht der Welt, bringen sie jeweils in ihre Kirche, um dort an die Auferstehung Christi zu gedenken. Eigentlich der Kernpunkt meines Glaubens und das allerwichtigste christliche Fest. Ja, und ohne die Auferstehung wäre alles umsonst. Und damit hat Gott alles getan, was er für uns tun kann. So wie einst das Volk Israel der Feuersäule durch die Wüste folgte, so folgen die Gläubigen Jesus Christus auf dem Weg vom Tod zum Leben. Die Gemeinde bereitet sich auf das heilige Abendmahl vor. Es erinnert an das letzte Mahl von Jesus mit seinen Jüngern, bei dem Brot gegessen und Wein getrunken wurde. Das Abendmahlverständnis der Protestanten unterscheidet sich von dem der Katholiken. Luther hatte sich dagegen gewandt, das Abendmahl als Opfer zu verstehen, das der Priester Gott darbringt. Für Luther ist es umgekehrt. Gott handelt am Menschen und nicht der Mensch vor Gott. Luther ist für mich jemand, der geglaubt hat und in seinem Glauben überzeugend war. Und deswegen, das sind Menschen vor uns, also immer ja, Vorbilder oder einfach Menschen, die eben vor uns den Glauben gelebt haben. Und das, da kann man sich orientieren. Ja. Im Luthergarten, dem Begegnungsort in Wittenberg, der anlässlich des 500. Reformationsjubiläums neu geschaffen wurde, weiht Bundespräsident Gauck die zentrale Skulptur ein. Den Garten hat vor Jahren schon ein Gartenarchitekt angelegt. Jetzt komplettiert die Skulptur des Künstlers Thomas Schönauer das Landschaftsarrangement. So hoffe ich sehr, dass dieses zum Himmel hin größer werdende dreiteilige, aus Material und seinen luftigen Zwischenräumen bestehende Himmelskreuz in diesem großartig gestalteten Garten-Gesamtgefüge auch ohne große Erklärungen und Erläuterungen seine Betrachter in eine besondere Stimmung versetzt. Mit der Dreiteilung ist Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiligem Geist angedeutet. So wie dieses Kreuz in den Himmel wächst, so wachsen ja auch hier 500 Bäume. Nicht nur hier in Wittenberg, sondern 500 Bäume in der ganzen Welt. Korrespondenzbäume. Und dieses Zusammenwachsen, das hat uns beflügelt, das beflügelt uns. So wird aus dem Luthergarten ein Park, ein Ort der Kommunikation, ein interaktives Denkmal, das wächst. Mehr wollen wir eigentlich nicht. Ausgehend vom zentralen Punkt mit dem Kreuz in der Lutherrose reichen 5 Alleen jeweils 95 Meter in alle Himmelsrichtungen. Also symbolisch hin zu den 5 Kontinenten in einer Länge, stellvertretend für die 95 Thesen. Mindestens genauso wichtig wie die Orientierung in alle Welt ist die Gemeindearbeit in der Region. Doch hier haben sich viele weitgehend von der Kirche abgewandt. Darum gilt es für die Pfarrer, Angebote zu machen, die auch diejenigen anspricht, für die der Glaube und Gott nicht so wichtig sind, die aber nach Gemeinschaft suchen. Ich bitte um Kraft,
Gott, der mich erschuf. Aufbrechen, die Schuhe anziehen, die Jacke, den Schal, das Rad nehmen und rein in die Petale. Sehen, was hinterm Gartenzaun ist und wo die Wiese schon blüht. Vorbei an fremden Wäldern und ankämpfen gegen den Wind. Radtour-Gottesdienst. Sachsen-Anhalt ist die ideale Gegend für Radtouren. Flache Landschaft mit wenig Autoverkehr. Bei der Initiative der Pfarrerin wird von Kapelle zu Kapelle geradelt. Dabei gilt es auch, das Lutherland neu zu entdecken, das Erbe der Reformation authentisch zu erleben. Diese wunderschöne Gegend lädt geradezu ein, sich berühren und einzulassen auf die erlebnisreiche Auseinandersetzung in der Gemeinschaft. Auf dem Dorf ist diese persönliche Beziehung ganz wichtig. Unsere Dörfer haben Einwohnerzahlen von maximal 800. Das heißt, wir sind sehr kleine Lebensgemeinschaften auf dem Lande. Und da gibt es natürlich viele persönliche Bezüge, die über die Kirchengemeinde hinausgehen. Mitglieder der Kirchengemeinde, aber auch andere Dorfbewohner kommen immer wieder mal in der alten Kirche zusammen. Aber häufig bedarf es der Initiative der Gemeinde oder einen Anlass wie die Radtour. In 40 Jahren DDR-Zeit hatte die Kirche einen schweren Stand. Nicht allzu viele haben dem Glauben die Treue gehalten und sich woanders als in der Kirche getroffen. Dennoch gab und gibt es ähnliche Bedürfnisse und Berührungspunkte. Zusammen feiern, zu singen und zu essen, das verbindet die meisten Menschen. Darum haben die Dorfbewohner ein Picknick organisiert. Sie schätzen Gemeinschaft und pflegen ihre sozialen Kontakte. Hier auf dem Land ist Nachbarschaft und Freundschaft viel wert. Es gibt sicher eine Reihe von Menschen, die der Gesellschaft Gutes tun, ohne bekennend gläubig zu sein. Ohne Frage, das gibt es. Wie weit sie vom Glauben entfernt sind in Wirklichkeit, weiß man nicht. Über Glaubenssachen wird natürlich gesprochen. Aber ob es einen Gott gibt oder keinen, darüber wird seit jeher diskutiert. Existenz oder Nicht-Existenz wird auch hier keiner beweisen können. Warum dieses Alphorn hier im Flachland aufspielt, weiß man zwar auch nicht genau, aber es ist wirklich da. Und faktisch geht nun auch die spirituelle Radtour weiter, auf die nächste Etappe. Letzte Station ist die kleine Kirche in dem mittelalterlichen Dieterichsdorf. Zu den Fragen des Glaubens im Alltag kann ich ja dann auch eigentlich immer nur das sagen, was ich selber für mich empfinde. Ich kann das nicht auf andere übertragen und ihnen jetzt die Wichtigkeit einfach erklären und dann finden sie das richtig, sondern da kann ich immer nur das erklären, was ich glaube, was mich tröstet, was mich stärkt, was mich glücklich macht. Und da kann ich nur sagen, wenn ich in mich hineinschaue, macht mich der Glaube glücklich. Ein starker Glaube wirkt sich positiv auf das Lebensglück aus, sagen auch Wissenschaftler. Jeder hat seine ganz eigene Vorstellung davon, was Glück ist. Aber wie Menschen glücklich werden, das haben Soziologen inzwischen gut erforscht. Ein Ergebnis: Religion kann glücklich machen. Natürlich. 40 Tage nach Ostern ist Christi Himmelfahrt. In Deutschland auch der offizielle Vatertag und ein Feiertag. Und oft, da er immer auf einen Donnerstag fällt, der Beginn für ein langes Wochenende. Heute fahren wir nach Berlin, weil es schön ist. Schon im Mittelalter zu Luthers Zeiten wurde Christi Himmelfahrt als Vatertag bezeichnet, allerdings im christlichen Sinne. Da Jesus zu seinem Vater aufsteigt. Für viele zählt heute nur noch der freie Tag in der Natur und das Bier.
Sicherlich ist man mit Luther irgendwo groß geworden. Ja. Ja. Ich meine, ich bin nicht irgendwie kirchlich angehaucht, aber trotzdem, der Name Luther begleitet einem natürlich. Das ist wahr. Ja, ja. Als Wittenberger. Ordentlich getrunken wurde aber auch schon zu Luthers Zeiten im 16. Jahrhundert. Schließlich entwickelte sich aus dieser Tradition die sogenannte Herrenpartie, bei der Jugendliche in die Welt der Männer eingeführt werden sollten, zu der natürlich auch Alkohol und Tabak zählte. Ich komme jetzt auf einen dörflichen Bereich und da möchte ich sagen, dass wirklich ein Fest in den Kommunen gefeiert werden kann und da sage ich mal einen Slogan, Bratwurst und Evangelium. So wünsche ich mir das. Und dieses und muss unterstrichen sein und der zweite Teil des Evangeliums auch klar zum Ausdruck kommen. Dass wirklich deutlich wird, in unseren Dörfern gibt es Kirchengemeinden, die ihren Glauben für wichtig erachten und diesen Glauben leben und feiern. Dieses und wird zwar gepflegt, aber vielerorts sehr frei ausgelegt. Da hat es sich in vielen Familien eingebürgert, dass die Männer für die Bratwurst und die Frauen für das Evangelium zuständig sind. Das mag ein Grund sein, warum die Dorfkirchen nur noch zu hohen Feiertagen besucht werden und viele in keinem guten Zustand mehr sind. Johanna, Johanna, Johanna. Wir haben hier keine, wenn man es so nehmen will, regelmäßigen Sonntagsgottesdienste hier finden, zu Himmelfahrt, Weihnachten, Ostern und Pfingsten Gottesdienste und Andachten statt, um die Kirche zu nutzen. Die Gemeinde ist aber so klein, dass jede Woche Gottesdienst sich nicht lohnen würde. Aber trotzdem wollen wir diese Kirche weiterhin beleben. Und auch das wird zunehmend schwieriger. Nicht nur hier im säkularen Osten Deutschlands werden die Gemeindemitglieder älter und sterben buchstäblich aus. Ob und wie ambitionierte Pfarrer junge Leute in die Kirche bringen, ist eine wesentliche Frage der Theologen, die das Kulturgut des christlichen Abendlandes verteidigen. Liebe Gemeinde, was ist eigentlich am ersten Himmelfahrtstag passiert? Der Feiertag entstand aus der Schilderung im Neuen Testament, wo Jesus nach seiner Auferstehung weitere 40 Tage bei seinen Jüngern weilte, sie lehrte und dann schließlich in den Himmel auffuhr. Laut der Christenlehre hat Jesus Christus die Vereinigung von Gott und Mensch begründet und sitzt seither zur Rechten Gottes. Zusammen mit dem Heiligen Geist bilden sie die Dreieinigkeit. Nach dem Gottesdienst wird auch bei Speise und Getränk gefeiert. Für die Damen gibt es Kaffee und Kuchen. Ob beflügelt vom Himmelfahrtsgottesdienst oder angeregt vom gemeinsamen Kaffee mit Nachbarn und Freunden, die Laune ist gut und die Stimmung ausgelassen. Einmal im Jahr wird die Lutherstadt Wittenberg zur Bühne eines der größten Mittelalterspektakel in Deutschland. Denn immer Mitte Juni wird hier die Lutherhochzeit nachgestellt. Ich werde nachher die Figur wechseln. Ich werde mich auch rasieren. Ja. Jetzt sehe ich noch so ein bisschen aus wie Junker Jörg, der gerade sich auf der Wartburg versteckt und nicht erkannt werden darf. Vor der berühmten Thesentür, an die Luther seine 95 Thesen angeschlagen haben soll, stimmen sich die beiden Protagonisten auf ihre Rolle als Mönch und Nonne ein, die als erstes solches Hochzeitspaar der Kirchengeschichte gelten. Auch diese Verfügung Luthers begründet einen wesentlichen Unterschied zwischen der katholischen und der protestantischen Toleranz im Christsein. Ein ganz wichtiger Impuls Luthers war ja die Befreiung der Sexualität. Nicht der Zölibat ist das Gute, nein, die Ehe. Das ist das Gottgefällige. Und deswegen ist die Familie die Keimzelle der Gesellschaft, der Gemeinschaft. Das ist ein wichtiger protestantischer Impuls. Und wenn man sich vorstellt, Hausmusik, Familie auch als
Teil der Bildung des Einzelnen, also die Familie. Das ist wichtig geworden für die deutsche Kultur, für die deutsche Gesellschaft, und das ist wirklich ein wichtiger protestantischer Impuls. Es waren die Schriften Martin Luthers, welche die Nonne Katharina von Bora und 8 weitere Nonnen zur Flucht aus ihrem Kloster veranlassten. Versteckt in Heringsfässern gelang ihnen der Ausbruch aus dem strengen Kloster. Sie gelangten ins nahe Wittenberg. Katharina kam schließlich bei einem der reichen Bürger unter, dem Maler und Bürgermeister Lukas Cranach und gutem Freund Martin Luthers. Cranach soll letztlich auch die Hochzeit eingefädelt haben, war Trauzeuge und später Pate der Kinder. Gerade im Mittelalter gab es keine Feier ohne zünftige Getränke. Prost! Zum Wohle! Ich sage, der Meadowfall hat auf das Schloss Wiese sein Lager aufgeschlagen. Wir wollen singen und euch Freude bringen. 3 Tage dauert das mittelalterliche Fest und 30.000 Besucher feiern mit. Damit sind fast so viele Besucher in der Stadt, wie es Einwohner gibt. Sie weiß nicht, wohin. Sie fühlt sich noch etwas einsam. Wo ist Katharina? Dass das jetzt so gefeiert wird, Verbindung zwischen Mann und Frau, Pfarrer und Nonne, das ist ja erst nach der Reformation passiert. Und das ist ja auch eine positive Wende. Ja, wo die Kirche, die katholische Kirche heutzutage noch überhaupt noch ihre Probleme hat. Höhepunkt der Party in Wittenberg ist natürlich immer die Hochzeit selbst. Und auch da vermischen sich die Vorzeichen. Zum einen ist es ein religiös motiviertes Fest. Mit der kirchlichen Trauung bekennt sich das Paar vor der Gemeinde und Gott zueinander. Aber für viele ist dies hier einfach nur ein historisches Ränkespiel mit Kostümen, Theater und Party. Also gestern Abend musste ich ja noch um sie buhlen sozusagen. Da war sie noch Nonne, ihr könnt euch erinnern, ja? Ja. Da war ich noch der Mönch und die Nonne, ja, sie war erst mal noch zu überzeugen. Aber nun, seht her, wie traumhaft schön sie aussieht. Der echte Hochzeitstag war am 13. Juni 1525. Damit ist dies das einzige Luther-Ereignis, das im Sommer gefeiert wird. Geboren und gestorben ist Luther im Winter. Seine Thesen hat er am 31. Oktober angeschlagen, im deutschen Spätherbst. Auch eher ein Datum, das kaltes Regenwetter verspricht. Kein Wunder also, dass ein solches Sommerfest Tausende auf den Marktplatz lockt. Die Lutherhochzeit hier ist wirklich ein wunderbares Stadtfest, wo alle zusammen feiern, wo auch viele, die Wittenberg verlassen haben oder verlassen mussten, wieder zurückkehren. Also wenn Sie Gemeinschaft hier in Wittenberg erleben wollen, dann muss man zu Luthers Hochzeit kommen. Und diesem Volk hat Luther aufs Maul geschaut. Beobachten, wie sich die einfachen Leute ausdrücken und von ihnen lernen. Man muss die Mutter im Haus, die Kinder auf den Gassen, den gemeinen Mann auf dem Markt drum fragen und denselben auf das Maul sehen, wie sie reden und danach dolmetschen. So verstehen sie es denn und merken, dass man Deutsch mit ihnen redet. Unser Doktor Martinus Lutherus feiert heute Hochzeit mit der Jungfrau Katharina aus dem edlen Geschlecht derer von Bora und gibt aus diesem edlen Anlass ein bescheiden Hochzeitsfest. Jubel! Diese Hochzeit ist nur das Vorspiel, die Generalprobe für ein viel größeres Fest. Seit Jahren bereitet sich die Lutherstadt Wittenberg auf das Großereignis im nächsten Jahr vor. 2017 wird hier das 500-jährige Reformationsjubiläum gefeiert. Allein zum Kirchentag im Mai werden 300.000 Menschen erwartet. Den ganzen Sommer über wird es Programm geben.
Und am 31. Oktober schließlich wird Luthers Thesenanschlag international zum 500. Mal gefeiert. So ein Jubiläum, was ja nicht unseres ist, sondern ist ja eigentlich das Jubiläum einer Weltgemeinschaft. Das feiern wir natürlich groß und niemand soll jetzt kommen und sagen, na, das muss jetzt jedes Jahr so sein. Das ist ja irrational. Und, aber es wird 2018, 19, 20 deutlich mehr los sein als 2012, 13, 14. Da bin ich ziemlich sicher. Die säkulare Stadt ist gut vorbereitet auf das christliche Mega-Ereignis. So wie die Bäume des Luthergartens ist Luthers Lehre in alle Welt getragen worden und doch hier verwurzelt. Ob mit oder ohne Gott, nach 500 Jahren kommt die Welt zurück an den Geburtsort des Protestantismus.